Pflanzen und ihre Tricks faszinieren auch Ingenieure. Gräser zum Beispiel sind, technisch ausgedrückt, Hochbaukonstruktionen. Sie biegen sich, aber sie brechen nicht. Dazu sind die Halme sehr leicht und mit geringem Aufwand an Material gebaut. Und da bei der Kälte ein Ausflug in wärmere Regionen gut tut, sehen wir uns den Burj Khalifa in Dubai an, das höchste Haus der Welt. Es muss beachtlichen Kräften widerstehen, die seitlich gegen das Gebäude drücken. Mit rund 2,5 Tonnen Gewicht können die mitunter sehr starken Wüstenstürme gegen jeden Quadratmeter anstürmen. Die hier gab die Bauanweisung zum Turm, diese wunderschöne Blüte. Feine, zarte Linien mit eigenartigen Formen, die den Wind elegant abgleiten lassen. Die Struktur der Blüte brachte den Architekten auf die Idee, so könnte der Grundriss des höchsten Gebäudes der Welt aussehen. Das hätte eine Reihe von Vorteilen. Die Ausbuchtungen der Außenseite des Hauses dienen als Ableitsystem für die Windwirbel. Der größte Feind des Gebäudes, der Wind, findet so eine deutlich geringere Angriffsfläche als bei einer geraden Wand. Der Turm muss deutlich geringere Windlasten aushalten, wie der Baufachmann sagt, und schaukelt in 600 Meter Höhe auch deutlich weniger. Der aerodynamische Trick einer Blüte als Vorbild für eines der kühnsten Gebäude der Menschheit.